Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rome 2 Total War mit mir, Gaius Julius Caesar und natürlich mit den Römern. So, wir wollen jetzt mal schauen. Je länger ein Bündnis Bestand hat, umso größer Verrat an ist die Verbündeten, Strafe ja. für das. Wartet mal, wir werden mal schauen, dass wir vielleicht erst das Klientelkönigtum auflösen. Mein Volk hört euch zu. Ich wollte es nur mal Vergeudet ausprobieren, was eure uns das Worte bringt, nicht. aber Wir haben Besseres die können sich verdient. nicht besser verteidigen. Die haben immer noch im Krieg, das habe ich ja nicht gewusst. Ja, das ist mir relativ egal. Dann ist das jetzt halt hier Missbilligung. Dank. Entschuldigt, tut mir leid. Sorry. Warte mal, kommen wir da überhaupt so weit hin? Ja, scheinbar schon. So, Krieg erklären, Freunde. Ja, verräterisch und missfällt allen. Wir werden das gleich uns dann mal anschauen, was das für genaue Folgen hatte. Das machen wir jetzt hier automatisch. Das ist eine sehr klare Angelegenheit. Ihr seht den Balken. So, also ist Prognose ist hoch. Entscheidender Sieg. Und wir machen eine ausgeglichene Stellung. Und zack, da werden sie niedergerungen. Ja, der Lucius hier, der hier hinten steht und wartet, ist wohl ein kleiner Verräter hier und ein kleiner Expansionist, der das alles möchte. So, wir werden besetzen natürlich. Jetzt bin ich aber gespannt, aber ich schätze schon, dass Athen hier. Oh, die haben ja hier noch eine Armee, sehe ich gerade. Interessant, interessant. Aber ich meine, die ist ja keine Gegenwehr, kein Problem für uns. Delmium, Jata, Ah ja, das gehört sogar zu unserer Provinz. Jetzt haben wir jetzt sogar hier einen Grund. So, und hier. Was kommt hier hin? Machen wir vielleicht erstmal die anderen Dinge. So, einen anderen Hafen brauchen wir. Kampfplatz des Mars von mir aus. Und das Ding hier müssen wir abreißen. Schön. Hauptsiedlung. Wie sieht es denn überhaupt aus? Oh, wir haben wenig Nahrung. Das kostet aber alles Nahrung, richtig? Ich würde sagen, wir machen mal hier zivile Siedlung. Das bringt auch noch öffentliche Ordnung. Haben wir uns hier schon um alles gekümmert? Nein, haben wir nicht. Nippel, bitte. Das geht nicht. War auch nicht möglich. Das alles jetzt abreißen. Das finde ich aber nicht schön. Ja, das sieht aber so aus, leider. Das lassen wir mal noch kurz. Ich hoffe mal, dass das trotzdem Nahrung gibt. Und ich frage mich gerade, so. Nur so als Frage, würden wir da in der nächsten Runde hinkommen? Ja, wir würden sogar hinkommen. Okay. Wir können diesen Befehl nicht ausführen. Gut, dann würde ich sagen, erstmal. Da unten muss unser Spion nicht unbedingt hin. Der darf dann hier mal in nächster Zukunft hin. Was haben denn die eigentlich für eine Bündnislage? Keine. Oh, das ist ja wunderbar. Wir betreiben Handel. Können wir jetzt hier mal schauen, was unsere Auswirkungen für Probleme gemacht haben? Kulturelle, freigelassene Truppen von Dorossi, keine Probleme. Wie sieht es bei Syrakus zum Beispiel aus? Kulturelle Abneigung für Abkommen. Nö, also irgendwie. Also da, entweder dauert es noch eine Runde, aber. Doch hier frühere Abkommen mit AD, ja, minus 10, das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja wirklich nicht so schlimm. Okay, anscheinend ist es also nicht so schlimm, hier mal irgendwie Verträge aufzukündigen. Dann ab in die nächste Runde. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Oh ja, die könnten eine starke Flotte haben. Das weiß ich gar nicht. Diese Atinei oder wie die heißen. Ich kann wahrscheinlich den Namen diesmal nicht richtig aussprechen. Und hier sehen wir wieder eine Nation von Karthago. So, ja, sie wollen Frieden. Pff, ich weiß halt nicht, ob sie jetzt erobert werden, aber wir werden erstmal keinen Frieden akzeptieren. Wir wollen ja, wenn dann, noch die Siedlung da unten uns erobern. Aber ich habe halt Angst, dass Athen oder Sparta sich die holt. Das werden wir jetzt aber gleich sehen. Oh, die Skotisker laufen hier zurück. Was, Triumph? Leute? Oh mein Gott. Ich hab so wenig auf die Ziele geachtet.
dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass wir jetzt hier einen Triumph bekommen haben. Ja, sehr schön. Oh, ja, wunderbar. Schaut ihn euch an. Unser Familienoberhaupt. Wie er durch Rom fährt im Triumphzug. Lucius Julius. Er besteigt die Treppen des Senats. Die Senatoren empfangen ihn. Das Volk bejubelt ihn. Er ist ein wahrer Cäsar. Schön. Okay, was auch immer das jetzt hier genau bedeutet hat. Wir werden uns das dann nochmal anschauen. Diese Mission dieses Charakters ist abgeschlossen. Staatsmann, okay. Dieser Mann hat unbeugsame Treue zu Rom bewiesen. Er ist ein wahrer römischer Held. Wir ehren ihn und feiern seine glorreichen Siege. Genau, hier unser, wie gesagt, unser Familienoberhaupt, Lucius Julius Libo. Okay, das war jetzt doch kein Kampagnenabschluss, das hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Ich habe mich allgemein jetzt gewundert, aber das ist doch sehr erfreulich. Wir schauen doch direkt mal. Da ist er. Sehr viel Gravitas hat er. Oh, Ehrgeiz hält sich in Grenzen. Ansonsten verschiedene Fähigkeiten. Gut. Und das sieht doch ganz gut aus, würde ich mal sagen. Da können wir einfach nochmal hinziehen mit unserer Armee. Oder schaffen wir das auf einmal? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir schaffen das nicht ganz. Ich meine, wir haben hier eine volle Armee, das sollte eigentlich klappen. Ja, und das machen wir jetzt auch wieder automatisch, weil das ist wirklich keine Armee, die uns hier Probleme macht. Prognose ist hoch, entscheidender Sieg. Und wir machen hier wieder eine ausgeglichene Stellung. Zack, da werden diese... Unser ehemaliges Klientelkönigtum fertig gemacht. Und auch diese Siedlung wird besetzt. Oh, und Gnaeus Cornelius Scipio Asina. Heieiei, vier Namen gleichzeitig. Das ist ja unglaublich. Hat Rang 5 erreicht. Da kümmern wir uns doch mal darum. Bringt hier das irgendwas? Baukost, Militärgebäude, Granat. Das lohnt sich nicht. Gerne zum Gravitas. Ich will nicht, dass der Gravitas bekommt. Der ist eine konkurrierende Familie. Moral für die Einheiten ist interessant. Bewegungsreichweite wäre vielleicht auch noch ganz gut. Was haben wir hier noch Schönes? Autorität, Erfahrung. Plus 4 Moral. Das ist auch nicht schlecht. Das ist hier Gravitas. Bin gerade am Hin und Her überlegen. Aber Bewegungsreichweite. Ich würde sagen, wir nehmen mal. Ach, verdammt. Ne, komm, wir nehmen die Bewegungsreichweite. Hier. Taktika, bitte. Gut, schön, 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 schön. Was haben wir hier? Hier haben wir Sparta. Und mit denen sind wir, haben wir nicht Angriffspakt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Haben wir da was? Willkommen. Ah doch, ja, nicht Angriffspakt haben wir. Gastfreundschaft heiße ich euch willkommen und werde euch zuhören. Das freut uns. Handeln können wir nicht. Die wollten, glaube ich, schon mal ein Schutzbündnis. Die sind mit Syrakus aber im Krieg. Schwierig. Und Athen, sind die nicht ein Klientelkönigtum? Mögen euch die Götter des Olymps segnen. Nee. Was ist es, das euer Oh, sie haben Pontus als defensiven Verteidiger. Makedonien? Athen hat sich anscheinend von Makedonien lossagen können. Das ist interessant. Hä, was? Wir haben mit Makedonien einen Nicht-Angriffspakt? Nee. Wartet mal. Das wird mir hier überall gerade angezeigt. Das kann doch nicht stimmen. Dass wir überall dasselbe haben. Nee. Ach so, das ist ja noch hier, glaube ich, von Athen oder ähnliches. Ja. So muss das. Genau, jetzt. Genau, wir haben gar keine Abkommen. Zu erhalten und werde euch ja, aber wir haben ja nicht Angriffspakt. Also ich gehe mal davon aus, nicht, dass Athen und Sparta keine Probleme machen wird. Hier gibt es jetzt leider noch so eine Adei-Armee. Ich hoffe mal, dass Sparta die für uns vernichtet. Das wäre sehr cool. So, hier ist Makedonien, hier ist Athen. Athen hat ja schon was erobert, Sparta hingegen nicht.
Hier wäre ja Makedonien. Aber hier sehen wir leider sehr wenig. Aber am liebsten würde ich so nahe Zukunft hier noch gegen die Skordiska vorgehen mit unserer Hauptarmee, die jetzt mal mittlerweile, naja, so richtig gestärkt ist sie aber auch noch nicht. Wie sieht's denn hier überhaupt aus? Nahrung ist noch ein Problem. Bringt das jetzt hier Nahrung oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob das dann richtig funktioniert. Das weiß ich leider nicht. Was können wir hier machen? Öffentliches Forum, oh ja. Geweihter Boden ist aber noch besser. Ich will jetzt hier öffentliche Zufriedenheit. Oh, und Wachstum ist natürlich... Ich würde sagen, wir bauen hier mal ein Aquädukt. Wir sind ja nicht umsonst die Römer. Und ich meine 242 vor Christus, das kommt gut hin. Da werden die Aquädukte langsam mal gebaut. Stück für Stück. Auch hier in erobertem Gebiet. So, du darfst mal da hochgehen. Liebe Spionin. Und ihr bleibt aber erstmal noch hier unten. Aber ja, genau, wir müssen hier noch ein paar Sachen wieder umbauen. Nahrung sieht eigentlich noch ganz gut aus. Was bringt das? Das bringt minus Nahrung. Was bringt denn dann hier bitte die Nahrung? Woher kommen die vier Nahrung? Verstehe ich nicht. Dann machen wir hier mal sicherheitshalber einen Fischereihafen. Tempel des Poseidon. Ah, der Tempel bringt die... Okay. Nee. Achso, Panem et Circenses. Was? Achso, da kann man noch sehen, welche Lasse, was die für Auswirkungen hätten. Ah, der Tempel des Neptun kostet keine Nahrung. Aber öffentliche Ordnung wäre halt auch wichtig. Das macht hier nur zwei öffentliche Ordnungen, aber bringt lateinische Kultur. Forschungsrate ist jetzt hier wohl schon aus allen Quellen. Tja. Ich meine, die vier haben wir ja jetzt und wir bauen ja einen Fischereihafen. Deswegen bauen wir hier doch mal Tempel des Jupiter, dass hier die lateinische Kultur schneller kommt. Und hier ist ADA. Drei Schiffe. Ich meine, wir haben ja hier auch drei Schiffe. Die sollten ursprünglich mal hier rüber, aber können wir die hier irgendwo zwischenlagern? Wir haben hier keinen Hafen. Da ist der nächste Hafen. Gefährlich. Ich will die jetzt erstmal wieder in Neapolis zwischenlagern. Meiner Meinung nach brauchen wir die nicht. So, und ich würde sagen, wir gehen nochmal in die nächste Runde hier oben. Oh, die haben sogar hier, das ist ja lustig, die haben hier sogar Schiffe, die Skordiska. Vielleicht laden die ihre Armee ein. Das wäre natürlich der Vorteil, den wir uns wünschen würden. So, wir beenden aber nochmal die Runde. Da ist Karthago, das mächtige Karthago. Wieder einmal sehen wir es. Und wieder einmal ignorieren wir es. Oh, Epirus. Ah, Sparta zieht sich leider einfach zurück. Aber Ardinei hat anscheinend gegen Athen gekämpft und hat verloren. Oh, unser verborgener Agent. Postumia Scalpula, eine Frau, wurde entdeckt. Und wir haben Forschung abgeschlossen, fortgeschrittene Konstruktionstechnik. Wo war das? War das hier? Nee. Hä, wo war denn diese fortgeschrittene? Nee, verbesserte... Ich weiß gerade echt nicht, wo wir das gemacht hatten. Diese fortgeschrittene, ich finde es nicht mehr. Komisch. Tja, aber mit was machen wir weiter? Nee. Das sieht doch ganz wichtig aus für das Militär, deswegen machen wir mal damit weiter. Ja, Tatsache, Leute, die, wie ich es vorher gesagt habe, die Skordiska haben ihre Armee auf die Flotte gezogen. Auf ihre Flotte gezogen. Jetzt müssen die nur noch hier wegfahren, irgendwo da hinter. Und dann liegt die Stadt zur Eroberung für Rom bereit. Wo ist eigentlich hier die Grenze? Ah, hier. Dann könnten wir schon mal zur Grenze marschieren. Wie viel Ordnung machen die Armee denn derzeit? Nur 6, ja, dann können wir schon mal losmarschieren, würde ich sagen. Nur 2 Einheiten, die noch nicht ausgeglichen sind, das ist doch in Ordnung.
So, schön. Hier müssen wir da ein paar Sachen... Gut, hier kann man noch warten. Wieso kann ich das nicht umbauen? Das verstehe ich nicht. Dann reißen wir es einfach ab. Wachstum, öffentliche Ordnung. Ich glaube, wir machen mal eher das mit... öffentliche Ordnung. Wir müssen dann aber echt für Nahrung sorgen, sonst haben wir hier ein Problem. Ach stimmt, ich vergesse das jedes Mal, das ist ja hier für alle. Deswegen machen wir hier auch noch einen Fischereihafen, dann sorgen wir damit ja auch für Nahrung. Tempel des Neptun. Ja, hier können wir noch warten. Das ist Epita. Wir könnten hier mal so eine... Wir machen mal hier so ein Auxiliarlager, weil sonst haben wir überall diese anderen Dinge. Treffpunkt. Ich würde gerne mal hier einen Tagebau bauen, muss ich sagen. Dass wir hier auch die Wirtschaft noch ein bisschen stärken. Baubericht Haushalt erweitert. Sehr schön. Und wie sieht es jetzt hier unten aus? Das ist Athen und das ist Athen. Und hier ist Sparta. Haben wir aber mit Athen haben wir ja auch ein Abkommen, richtig? Da haben wir ja auch, wie schon gesagt, Handelsabkommen. Die mögen uns anscheinend. Was? Provinz Makedonien? Besitzer Ade? Was? Ich habe, glaube ich, habe ich da was verpasst? Das gibt's ja gar nicht. Die stehen hier überall rum, die Feinde, und greifen das nicht an. Darum müssen wir uns aber gleich kümmern. Ja, gut, dann geht hier die öffentliche Ordnung nach unten. Das ist uns jetzt aber erstmal egal. Gut, die haben jetzt hier noch drei Schiffe. Wie groß ist denn unsere... 0-0. Wieso? Keine Garnison, das ist natürlich blöd. Wenn die jetzt mit ihren Schiffen angreifen, gewinnen sie einfach, oder? Das hasse ich, was? Man kann die Armee hier nicht aufteilen. Ich würde mir nämlich das gerne noch holen. Und ganz im Ernst, oh, kommt schon. Das ist jetzt mal ein Fall, da werde ich jetzt mal speichern, weil sowas wäre echt ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn jetzt hier plötzlich, weil, wieso haben wir hier bitte keine Garnison? Das ist sehr komisch, verstehe ich nicht. Wird das noch nicht belagert hier? Also in der nächsten Runde können wir hier dann nochmal versuchen, wenigstens Larissa anzugreifen, wenn nicht die anderen hier uns schon zuvor kommen. Ich weiß leider auch nicht, wie stark die hier sind. Das sieht man noch nicht. Ja, vielleicht werden wir gleichzeitig zwei Städte in der nächsten Folge angreifen. Wir werden es sehen. Wir schauen jetzt hier nochmal zu General. Unser Staatsmann hat ja nichts zu tun. Da könnte ich immer vielleicht wieder als Verwalter in Makedonien was Gutes tun. So, Spiele organisiert in Makedonien. Sehr schön. Das müsste ja jetzt hier Apollonia sein. Genau, und dadurch wächst sogar die öffentliche Ordnung wieder. Gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir breiten uns hier immer weiter in Richtung Griechenland und Illyricum aus. Und ja, den Rest lassen wir hier noch ein bisschen unbeachtet. Germanien, Gallien sogar lassen wir unbeachtet. Und selbst Karthago und Sizilien lassen wir unbeachtet, weil wir hier einfach so schöne Ausbreitungsmöglichkeiten haben als Römer. Wir versuchen jetzt hier so... Plan für die Zukunft eine starke Grenze aufzubauen. Das ist eine wichtige Stadt als Grenzstadt, die auch Mauern hat. Und dann schauen wir mal, wie wir uns hier noch weiter ausbreiten können, vielleicht noch bis Pelar. Und dann, ja, gucken wir mal, wie es weitergeht mit den Römern. Ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal mit dabei. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.